Ich glaube, das ist wichtig. Was ist das? Das ist das Aufnahmegerät. Das ist ausgeschlossen. Doch. Kenne ich gar nicht. So klein sind die Dinge. Sieht aus wie Rasierklinge. Innozenz, wann bist du eingetreten? 1935. 1935. Gleich nach der Matura. Unser Novizenmeister Pater Alfons, der uns eigentlich in das Ordensleben eingeführt hat, hat gesagt, Orden kommt vom Ordo. Also die Ordnung. Halte die Ordnung. Es gibt ja Zeit des Gebetes, vor allem die Gemeinschaft braucht das. Zeiten der Erholung, Zeiten des Schlafens und Zeiten des Studiums, der Arbeit. Wenn wir das richtig in die Tagesordnung einbauen, dann glaube ich, sind wir auf dem besten Weg. Halt mir durch. Was waren Dinge aus deinem Noviziat, die dir für später oder heute noch wichtig sind? Diese Ordnung, die uns der Novizenmeister beigebracht hat. Ja. Das hat mich immer gehalten und deshalb halte ich auch Ordnung in meinem Zimmer. In der Früh stehe ich auf, ich mache mein Zimmer fertig. Wenn ich zurückkomme nach dem Chorgebet, komme ich in ein gemachtes Zimmer. Ja. Und dann bete ich meine Matutin, Lesehore, weil die nicht gemeinsam gebetet wird. Ja. Ich bete ja das ganze Brevier. Ihr müsst das noch nicht machen. Erst mit der ewigen Profess ist man verpflichtet, das ganze Brevier zu beten. Ja. Was würdest du sagen, wann soll ein Novize Profess machen? Was muss er gelernt haben oder was muss er mitbringen? Ja. Erstens einmal, er muss Interesse haben an der Gemeinschaft, in der er lebt. Und er muss etwas einbringen in die Gemeinschaft. Nicht nur von der Gemeinschaft. Etwas erwarten. Die Gemeinschaft ist nicht eine Melkkuh, sondern ich muss selber etwas investieren in die Gemeinschaft. Und das haben wir auch nur sehr gelernt eigentlich. Ja. Wir wurden auch zur Arbeit herangezogen. Ich zum Beispiel habe damals in der Druckerei gearbeitet. Wir haben eine eigene Druckerei gehabt in Wetzelsdorf. Haben wir selber Zeitschrift herausgegeben. Da habe ich selber also mit der Hand gearbeitet auch. Im Noviziat und auch im Spieltat. Was gab es damals im Ordensleben, was dir heute abgeht? Ja, es war eine straffere Ordnung im Ordensleben damals. Man hat das Haus nicht verlassen, ohne den Segen des Obern zu holen. Und damals gab es keine Dispensen praktisch. Die Pforte war ja immer besetzt, auch in der Nacht, durch einen Bruder. Er hat keinen Schlüssel gegeben. Wenn einer heimkommen musste, läuten und der Bruder hat aufgemacht. Ja? Mhm. Und das war ganz andere Zeiten als heute, nicht? Wo jeder Schlüssel hat, kann kommen und gehen und wann er will. Hast du unsere Provinzgründung noch erlebt? Ja, ich habe die Provinzgründung erlebt. Wie war das? Was? Wie war das? Naja, es hat natürlich in der Provinz ziemlich auch Opposition gegeben gegen diese Gründung von Seiten der älteren Mitbrüder, die ja mehr verwachsen waren mit der ungarischen Provinz zusammen. Aber sie haben sich dann eingefunden und Pater Marianus Wetter, der erste Provinzial, hat die Sache gut gemacht, hat mit jedem Einzelnen gesprochen, also praktisch hat er Gespräche geführt mit jedem Einzelnen. Das ist sehr wichtig für einen Provinzial, dass er mit jedem Mitbruder Kontakte pflegt. Genauso der Prior. Ja. Was würdest du sagen, war der stärkste Schlag in der Provinzgeschichte für die Provinz? Es war schon ein Schlag für die Provinz, ja. Denn es war eine Aversion gegen die Deutschen da. Ach so. Gegen die Norddeutschen, ja. Gegen die Preußen, ja. Und der Pater Alfons war da damals der
Verhandler. Und man hat ihn dann irgendwie genannt, oder ein Nazimann, oder war kein Nazi natürlich, sondern er hat gesehen, es geht nicht mehr mit den Ungarn zusammen, weil ja die Grenze da war. Und auf Deutschland war keine Grenze mehr, weil ja Hitler Österreich besetzt hat, ne? Später. Ne? Das hat man ja kommen sehen, ja. Und später im Laufe der Provinzgeschichte, wo war da eine Zeit, oder als du auch Provinzial warst, wo die hart war für die Provinz? Was denn? Die hart war. Ja, eigentlich habe ich das nicht gespürt. Nicht? Nein. Da war, hatte ich schon das Ganze gelebt. Denn vor mir war ja der Pater Marianus Provinzial und Pater Augustinus Gierlich, der von Köln gekommen ist. Ne? Und der hat auch eigentlich unsere Art angenommen, der Pater Augustinus Gierlich. Mhm. Er war lieber in Österreich als in Deutschland. Wann sollte ein Dominikaner ewige Profess machen? Was muss er spüren oder was ist das Wichtigste? Ja, vor allem, dass er zölibatär leben kann, dass er also ohne Familie, ohne Frau, also sein Leben wirken kann. Also ich habe in der Provinzialzeit leider erlebt, dass Priester ausgetreten sind, weil sie eben nicht genug gefestigt waren in der Zölibatsfrage. Ne? Mhm. Ja. Hast du jemals überlegt zu heiraten? Ja, ich persönlich habe ja in meiner Jugendzeit habe ich schon eine Verehrung einer Frau gegen ein Mädchen gegenüber gehabt, die ist aber ins Kloster gegangen. Ich war sogar bei der Einkleidung in Eisenstadt. Ja. Ist aber schon lange tot. Und ich war dann in Kaschau, war sie hier, Oberin. Ja. Ich habe Kontakt mit ihr gehabt. Sie hat für mich sehr viel gebetet, dass ich durchgehalten habe, auch im Krieg. Und wieder zurückgekehrt bin, habe ich sicher ihr zu verdanken, weil sie für mich immer wieder gebetet. Es ist sehr wichtig, dass man jemanden hat, der jemanden mit dem Gebet begleitet. Hm. Entweder sind es die Eltern, die Mutter vor allem und so weiter. In diesem Fall war sicherlich meine Mutter ja auch, aber die hat sich ja, glaube ich, ganz geopfert für mich. Wie war das religiöse Klima in deiner Familie? Ja, bei uns war in der Familie war alles in Ordnung. Mhm. Kein Problem. Mhm. Wir haben in meiner Heimat nur einen Kaplan gehabt. Der kam jeden zweiten Sonntag Messe zelebrieren. Mhm. Jeden zweiten Sonntag mussten wir eine Stunde zu Fuß gehen zur Messe in die nächste Gemeinde nach Rechnitz. Hat es auch gepflegt. Da sind ja Scharen gegangen zur Messe. Damals glaube ich nicht, dass es Menschen gegeben hat, die am Sonntag die Messe versäumt hätten. Mhm. Die ganze Gemeinde war eigentlich religiös geprägt. Das trägt auch ein. Mhm. Hast du im Orden Freunde gefunden? Oder sind dir Freundschaften im Orden wichtig gewesen? Eigentlich habe ich das nie gesucht, dass ich Freundschaft. Ich habe mit jedem Mitbruder habe ich eine gute Beziehung gehabt. Aber richtige Freundschaft war sogar verboten. Ja. Im Partikularfreundschaft war sogar verboten. Und danach habe ich mich gehalten. Ich habe auch das nie gespürt, dass ich das brauche. Ja. Was hat dir in schwierigen Zeiten geholfen im Ordensleben? Dass ich die Ordnung gehalten habe. Dass ich mich immer an den gemeinschaftlichen Übungen beteiligt habe. Ich habe nie eine Gemeinschaftsübung versäumt, ohne Grund und ohne den Obern zu informieren. Beziehungsweise um Erlaubnis zu bitten. Damals musste man ja um die Erlaubnis bitten. Nicht nur sagen, ich bin nicht da, sondern darf ich dann wechseln und dorthin gehen. Sogar immer den Ort angeben, wo man sich befindet. Ja. Was war für dich das eindrücklichste Erlebnis in deinem Priesterleben? Priesterleben, eine Beichte eines Offiziers, der nach dem Krieg zurückgekommen ist und Lebensbeichte abgelegt hat.
Da habe ich mit ihm gelebt. Im Beispiel. Ne? Das ist eigentlich so das Schönste, wenn man so mitleidet im Beistuhl und mithilft. Das ist, da denke ich gerne zurück an diese Beistuhl. Was würdest du dir für die Zukunft der Provinz wünschen? Ich würde mir schon mehr wünschen, dass mehr Disziplin, Ordnung in der Provinz herrschen könnte und würde. Sicherlich in anderen Zeiten, man kann das nicht mehr so einführen wie früher, aber gewisse Straffheit und vor allem, dass die Oberen auch mit einem guten Beispiel vorangehen, das ist sehr wichtig. Ja. Dass man sich gegenseitig hilft. Ja. Mich zum Beispiel, Frau Zimmer, wenn ich euch Junge hier im Hause sehe, nicht wahr, die wirklich begeistert sind und wirklich das Leben also echt nehmen im Ordnung und ernst. Und das gibt mir persönlich immer wieder Aufschwung und Freude. Was würdest du uns Jungen mitgeben wollen? Mitgeben wollen. Das weiß ich selber nicht, was ich mitgebe. Also ich kann mir nicht selber mitgeben. Aber also die Jungen, so wie sie jetzt sind, die sind bestimmt für mich also eine große Freude. Ja, ja. Und ich erbaue mich immer wieder an ihnen. Ja, ja. Und mach mir Sorgen, was wird wohl aus diesen Leuten einmal werden, wenn sie mal in eine gewisse Schwierigkeit kommen, ob sie durchhalten. Aber ich glaube, wenn sie die Ordnung halten, wenn sie vor allem auch beten, dann kann es nicht passieren, dass sie davonlaufen. War es früher einfacher, ein Ortsmann zu sein als heute? War es früher einfacher, ein Ordensmann zu sein als heute? An sich ja, es war leichter. Wir sind zum Beispiel immer im Habit gegangen. Zivil haben wir gar nicht gekannt. Ja. Bei der Einkleidung hat der Bestiar, das heißt da geheißen, das Gewand genommen und die Mobben haben das zerfressen. Wenn ich nach 3 Jahren damals wieder zivil anziehen sollte, konnte ich das nicht mehr. Ich war zerfressen. Damals hat immer noch dicke Habite, Wollhabite getragen, nicht wahr? Wo sich die Motten sehr wohlgefühlt haben. Ja. Was sollten die Dominikaner heute tun? Glaubwürdig leben.